Die Elemente gegen sie. Berge erklimmen. Durch Höhlen kriechen. Die Lüfte erobern. Und eisige Gipfel bezwingen. Das ist Rolli Extreme. Am Dachstein in Österreich will es sich Zarife mit 5 anderen Teilnehmern beweisen. Der Natur trotzen. In speziell angefertigten Paramounts geht es zunächst steile Wände hinauf. Stufe. Auch von Zarife fordert diese Tour alles ab. Sie muss mit ihrem Körper den Paramount ausbalancieren. Am Gipfel bleibt wenig Zeit zum Verschnaufen. Denn es wartet schon die nächste Challenge. Untertage. Irgendwann lassen die Kräfte schon nach, ne? Und dann das furiose Finale. Vom Dachstein aus hinunter ins Tal. Oben in der Luft gibt es keine Grenzen. Und auch sonst sind sie nicht unüberwindbar. Genau das hat Zarife hier auf dieser Tour bewiesen. Dass nichts unmöglich ist. Kim kommt gleich. Ich komme gleich. Ich muss erst mal Staub putzen. Siehst du nicht, wie dreckig das hier ist? Könnt ihr eure Scheiße nicht mal selber sauber machen? Jetzt muss ich mich hier abhetzen und die Kacke sauber machen. Es dauert noch. Wie war denn die Tour so für dich? Die Rollstuhl-Extrem-Tour, die war sehr gut, auch was Erfahrung angeht, habe ich sehr viel mitgenommen. Was war so das Schwierigste da? Das Schwierigste war eigentlich die Wanderung mit dem Bob, in dem wir Rollifahrer saßen. Was war da so schwierig dran? Wir Rollifahrer, wir haben hier so 2 Tracking-Stöcke in der Hand gehabt und damit mussten wir quasi die Fußgänger unterstützen, um voranzukommen, und es hat sehr viel Kraft gekostet. Wie ist das so mit dem Paraglider da? Also ich an sich, ich war komischerweise gar nicht aufgeregt, im Gegenteil, ich habe mich sehr darüber gefreut. Die Gebirge von oben zu sehen war sehr schön, also ein ganz anderes Gefühl mal. Gab es da auch mal so Situationen, wo du gedacht hast, oh, jetzt wird es doch ein bisschen... Ja, am dritten Tag, als wir immer noch wandern mussten. Also wir sind wirklich 7 Tage gewandert. Irgendwann lässt wirklich die Kraft nach. Sind da auch Freundschaften entstanden während der Tour? Ja, das war eigentlich ein Teamwork, eine ganze Woche. Und das schweißt schon zusammen. Jetzt bist du ja eigentlich wegen was anderem hier. Hier liegen so Medaillen. Ja. Vielleicht können wir da schon mal, bis Kim kommt, mal Details machen. Kommt ja gleich. Du fechtest. Erzähl doch mal. Ich fechte seit 1999. Da war ich noch jung und fresh. Jetzt bin ich nur noch fresh. Was hast du denn hier für Medaillen? So, das waren meine erste deutsche Meisterschaften. Da war ich zweite, genau. Ich glaube, das war 2001. Ihr könnt es gerne mal umdrehen, nicht, dass ich mich täusche. Genau, 2001. Richtig, ist das jetzt überall so ein Quiz? Ja, genau. Und das war meine erste Weltcup-Turnier. Das war in Italien, da war ich sehr stolz und sehr überrascht, dass ich den 3. Platz erreicht habe. Wann ich glaube, da war ich 17 oder so. Das war 2002. Das muss die erste sein, so alt wie die aussieht. Hat dich das dann auch motiviert, weiterzumachen? Ja, das Rollstuhlfechten habe ich als Fecht-AG auf einer Körperbehindertenschule angefangen. Und ich bin die einzige aktiv, die noch hängen geblieben ist. Was ist so für dich die Faszination dabei, da dran zu bleiben?
Ich finde alleine schon, das Reisen macht schon was aus. Das also, verstehe ich. Dass du das verstehst, ist klar. Und halt auch so, also das Felchen ist auch so eine Familie einfach, weil das Felchen ist sowohl Mannschaftssport und Einzelsportart. Ich denke mal, viele wissen nicht wirklich, wie viel Arbeit dahinter steckt. Also ich habe zeitlang 5 Tage in der Woche trainiert, K3 Stunden. Wo warst du schon überall? Also, mein längster Flug war in Texas. Wow. Und dann hast du Waffen gekauft. Aber du warst doch beim Paralympics. Wie war's ja, denn da? 2004. Total cool. Also ich war total aufgeregt und so. Ich glaube, ich habe es erst am zweiten Tag realisiert, dass ich wirklich in einem olympischen Dorf bin, beziehungsweise paralympischen Dorf. Ich glaube, ich war in den besten 10. Fürs erste Paralympics war ganz okay. Was war denn so dein schönstes Erlebnis mit dem Fechtsport? Mein schönstes Erlebnis war natürlich, dass wir als Team Europameister geworden sind in Warschau. Das war 2009. Es gab viele Tränen. Selbst der Cheftrainer hat geflennt. Nein. Echt jetzt? Nein, das hast du nicht. Kann man das abschneiden? Und die anderen Nationen haben es uns halt richtig gegönnt. Das war schon sehr sportlich an dem Tag. Also eins interessiert mich, das ist ein bisschen naiv, aber ich meine, da geht es ja auch um Waffen und so weiter. Ist das nicht ein bisschen gefährlich auch? Wir werden gut geschützt. Also wir haben Fechtanzug an, da ist immer so ein Prüfstand, da wird alles geprüft. Also bisher ist mir toll noch nichts passiert. Ich muss noch eine Frage ganz kurz fragen. Und zwar, du hast gesagt, nach Texas geflogen, nach Amerika. Ja. Wie kriegt man denn solche Degen ins Flugzeug? Also nichts fürs Handgepäck, oder? Nein. Nee, ich glaube, wir kriegen so ein Anmeldeformular und dann muss man einen Grund schreiben, warum wir nach Texas fliegen und so. Und dann haben wir schon mehr Weltcup-Turnier, deutsche Fecht. So macht man das, okay. Das heißt, du kannst alles mitnehmen, was du willst und dann nur sagen... Du musst vorher Bescheid sagen. Du musst halt anmelden, was du willst. Gut, also nach dem Interview machen wir dann einen Break, ja? Und dann wolltest du ja auch Kim das Fechten beibringen. Ja. Super, kannst du mal schauen, wo Kim kommt? Mhm. Ich komme sofort, habe ich doch gesagt. Siehst du nicht, dass ich eure ganze Scheiße erstmal sauber machen muss? Daran seid ihr selber schuld, dass ich jetzt so lange brauche. Würdet ihr einfach mal eure eigene Scheiße sauber machen, wenn ihr es dreckig gemacht habt, hätten wir die ganze Kacke nicht. Also bei Kim, das dauert noch. Die putzt jetzt allerernstens die Garderobe. Also, wer macht das dann jetzt mit dem Fechten? War ja klar, dass ich das wieder machen muss. Also, Sarife, wie geht das? Das ist ein Degen in der Hand und die Trefffläche ist bei uns Holly-Fahrer ab dem Bauchnabel aufwärts. Wann hat man denn gewonnen? Entweder man schafft innerhalb von 3 Minuten 5 Treffer oder derjenige, der halt am meisten getroffen hat. Dann gibt es 3 Durchgänge, also insgesamt 9 Minuten. Das ist eine ganze Menge. Ja, man braucht sehr viel Kondition, Kraft und Köpfchen. Degen und Florett ist eine Drückwaffe quasi, weil vorne ist eine Spitze. Und beim Rollstuhlfechten gibt es 3 Kategorien, A, B und C. Ich bin Kategorie A, Bauchrumpfmuskulatur, B ist noch ein Einschränken in den Händen und C, die können sich generell im Oberkörper sich nicht bewegen. Wir sind jetzt beide A, warum? Weil wir beide teilzeitbehindert sind. Nein, mein Scherz. So, nur eins für mich. Als beide, ne? So. Ja, abziehen, wir bedanken uns, geben uns dann die Hand und fertig. Was hast du Kim denn Schönes mitgebracht? Also ich habe ihr eine schöne Medaille von mir mitgebracht, meine erste Weltcup-Turniermedaille. Die kann ich jetzt leider nicht an die Pinnwand heften, dazu müsste ich nämlich aufstehen. Naja, da du ja Teilzeit-Rolli bist, kannst du aufstehen. Ja, danke dir, dass du da warst. Danke für die Einladung. Kim hätte es bestimmt auch gefallen. Ich war schwer davon aus.